So, dann erstmal guten Tag, Leute. Teil 2 von meiner, beziehungsweise ja, von meiner neuen Action Cam. Der erste richtige Test. Gestern im Wohnzimmer war eigentlich gut. Ich habe jetzt alles genauso angeschlossen, wie ich das bei meiner GoPro hatte im Helm, und das hat zumindest gestern auf der Couch funktioniert. Bin jetzt gespannt beim richtigen Praxistest. Und ich nehme jetzt auch in 4K auf, also. Mal schauen, was so kommt. So, ach ja, ich muss Motorrad erstmal wieder entsperren hier. Sonst jammert die gleich wieder. So, fahren wir mal noch Strahlen heute. Den Schok mal ziehen. So. So. Ich bin auch mega gespannt, wie der Ton ist mit Motorrad, mit den ganzen Umgebungsgeräuschen hier. Ja, das Zusatzmikrofon ist auch wieder raus aus dem Helm. Also im Helm ist die Technik genauso wie ich sie die letzten 2 Jahre quasi benutzt habe. Gucken, ob der Blickwinkel in Ordnung ist, aber die nimmt so weit auf, ich glaube, da kriegen wir alles hin. So, da fahren wir mal los hier. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, was die Kamera kann und ob das mit dem Blickwinkel jetzt auch passt. Ich komme zwar ein bisschen höher jetzt durch den zusätzlichen Adapter, aber es ist super einfach. Ich konnte gerade, weil mir noch einfiel, dass ich eine Einstellung ändern muss, bei der Kamera. Zwar Mikrofon musste ich noch anpassen, habe ich auf minus 12 dB gemacht, die Verstärkung. Dann habe ich Verschlusszeit oder Belichtungszeit. Also ich habe das so eingestellt, wie ich das auf der GoPro hatte. Alles. Und schauen, ja, was das hier für Auswirkungen hat. Wie gesagt, das ist das allererste Mal mit der DJI Action Osmo 4. Ich habe diesen Mikrofonadapter, den man dazu kaufen konnte, für, ich glaube, waren es jetzt 30 € oder 39 €, ich weiß es nicht mehr. Der direkt an der Seite dran gesteckt wird und auch gehalten wird, den nutze ich gerade, nutze dann das Kabel, was aus meinem Helm kommt. Also alles genauso, wie ich es auf meiner alten GoPro gemacht habe. Bin mal gespannt, wie der Ton hier ist. Ich vergleiche dann mal zu Hause am Computer zur GoPro-Aufnahme. Und das letzte Video, also für euch das vorletzte Video, wo ich mit der Insta360 aufgenommen habe, da finde ich den Ton, es geht, es wäre jetzt eine Notlösung, aber es ist nicht so ganz meinen Ansprüchen gerecht. Aber dennoch, auch das funktioniert, auch gar nicht mal so schlecht. Aber dennoch ist da der Ton ein bisschen, ja, manchmal neigt er dazu, zu übersteuern. Ich glaube, bei der Insta360 konnte ich es auch nicht einstellen. Was ich herausgefunden habe, dass ich bei der Insta360 und auch bei der Osmo Action hier sogar Bluetooth-Kopfhörer quasi anschließen kann per Bluetooth und da auch das Mikrofon nutzen könnte, dann hätte ich erst die Idee gehabt, meinen Zehner, was ich habe, mit der Osmo Action zu koppeln. Das klappt aber nicht, weil mein Zehner nicht als Headset erkannt wird. Es gibt aber einige Intercoms, die das machen und so können. Und wenn nicht, gibt es. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Zehner, was kein Mesh hat, sondern einfach nur mit Bluetooth kommuniziert. Also noch eine ältere Serie, sage ich mal, da werde ich auch irgendwann mal aufrüsten. Oder ich hole mir einfach nur so einen Mesh-Adapter. Mal schauen. Aber da gibt es dann auch Mesh-Adapter, die genau diese Funktion bieten, dass, wenn man die per Bluetooth mit Geräte koppelt, dass die dann als Headset erkannt werden. Und dann kann man darüber, zum Beispiel in dieser Kamera hier oder in der Insta oder vielleicht auch sogar bei der neuen GoPro, ich weiß, die müsste das auch können, direkt den Ton per Bluetooth abgreifen. Ist aber natürlich nicht so geil. Da gibt es ja schon einige Videos drüber und Tests drüber, die das mal ausprobiert haben. Ich glaube, der Rönschrat hat sowas mal ausgiebig getestet. Ich meine, da mal was gesehen zu haben. Könnt ihr mal bei YouTube gucken, wenn euch das überhaupt interessiert, so Techniksachen. Für mich war das jetzt, also wie gesagt, ich habe die Aufnahme jetzt ja noch nicht gesehen, aber das, was mir DJI hier bietet,
zu diesem Zeitpunkt, wenn ich überlege, hätte ich jetzt vor anderthalb Jahren die DJI Osmo Action 3 gekauft, hätte ich jetzt nicht die geilen Möglichkeiten, die mir jetzt die neue Serie bietet, vor allen Dingen in Verbindung mit dem neuen DJI Mic 2, welches noch mit der Post unterwegs ist. Denn das DJI Mic 2 ist so ein Funkmikrofon. So das, was man aus allen möglichen Vlogs kennt, was die ganzen Vlogger und YouTuber und all das benutzen. Nur halt die neue Generation davon. Und die kann ich ohne einen Empfänger extra zusätzlich zu kaufen mit der DJI Osmo Action 4 koppeln und genau das so nutzen. Was ziemlich, ziemlich geil ist. Und so war ich nicht gezwungen, etwas zu kaufen, einem Paket, was ich so nicht brauche. Da finde ich es richtig, richtig geil von DJI, dass die diesen Schritt gegangen sind und das so gemacht haben, dass du allein die Kamera jetzt hier ist nochmal ein 100er günstiger oder was, ich weiß jetzt nicht, was die neue GoPro kostet, aber ich komme bei DJI günstiger weg. Dann die Möglichkeit mit diesem günstigen Mikrofonadapter, wie ich es jetzt gerade benutze, ist viel lukrativer. Also für mich ist ja immer für jeden unterschiedlich, je nachdem, was er machen möchte, aber finde ich viel, ja, erstmal ansprechender vom Preis her und vom Aufbau her. Ich mache mal nachher ein Foto davon, wie das ausschaut, oder habe ich, glaube ich, gestern Abend, ich füge es mal ein. Besser als der riesen Media-Mod, der da dran hängt. Ich habe keine zusätzlichen Kabel dran, gut, hatte ich beim Media-Mod auch nicht. Und was mir halt gefällt, das habe ich ja schon im vorletzten Video gesagt, Akku wechseln. Ich brauche das Ding nicht großartig auseinanderbauen. Hier auch mit den Magnethalterungen, es ist super easy. Ich habe es eben an der Tankstelle gemacht, weil ich einmal gucken wollte, wie das so ist mit Helm auf. Und ich habe das erste Mal gemacht und es hat sofort funktioniert. Also super, super einfach und kann ich nur weiterempfehlen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass der Shopper-Sound von meiner schönen Harley auch gut im Video rüberkommt. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht überladen oder die kratzt oder was auch immer. Ich hoffe, dass der Ton allgemein gut ist. Ich habe mich aber die letzten Wochen so oft in YouTube verloren und habe Videos darüber geguckt und überall ist es eigentlich gut. Ja, werden wir mal sehen, ne? Wie es letztendlich ist. Das werde ich spätestens zu Hause sehen, wenn ich mir die Aufnahmen ansehe und anfange zu bearbeiten. Und was ich ja... Oh. Ich habe ja vorher auch die Audiodateien bei der GoPro auch nie bearbeitet. Die sind so out of cam. Und das werde ich jetzt hier auch so machen. Manche machen ja dann noch ein, weiß ich nicht, ein Stimmen irgendwas, dass man besser Stimmen hört oder so, dann noch Kompressor und Verzerrer, Entzerrer und Equalizer und so ein Kram. Aber wenn ich damit so halbwegs zufrieden bin, wie ich auch bei der GoPro war, dann habe ich hier alles richtig gemacht, dann brauche ich mir auch nicht die zusätzliche Arbeit machen. Und was ich in meinem Helm auch nicht drin habe, ich weiß nicht, ja, ob ihr das alles so wisst, aber ich habe ja mein Lavalier-Mikrofon und das Sennheiser, beides mit so einer, ja, mit so einem Y-Stecker in die Kamera hier rein. Das heißt, auf dem linken Kanal nehme ich quasi das Sennheiser auf, wenn es mal was sagt, oder beziehungsweise ein Gesprächspartner. Und auf dem rechten ist dann das, was ihr von mir hört. Und das Einzige, was ich am Computer mache, ich lege es zu einer Monospur zusammen, pegel dann die unterschiedlichen, ja, Links-Rechts-Kanäle aus, dass es gleichmäßig ist, und ansonsten mache ich da gar nichts. Also, und bis jetzt hat sich von euch da auch noch nie einer beschwert. So, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es hier ist. Ich habe gestern auch einen Test mit meiner Frau gemacht, habe mit ihr telefoniert, den Helm aufgesetzt. Es hat 1A funktioniert. Und ja, was soll ich sonst dazu sagen? Jetzt ist halt hier der große Test. Auch von der Akkulaufzeit werden wir sehen, ob das wirklich so hier 2,5 Stunden, irgendwie 160 Minuten durchhält in 4K. Es ist nicht super heiß, es ist nicht super kalt. Wir haben heute 16, 17 Grad. Ich nehme in 4K 30 FPS auf. Ich habe vorher meistens immer in 2,6 oder was ist das, 2,7K mit 60 FPS aufgenommen. Ich glaube aber, dass 30 FPS vollkommen ausreichend sind.
Ja, mal sehen. Ich habe hier die Schärfe ein bisschen runtergestellt, um die Artefakte entgegenzuwirken. All das, was ich bei der GoPro auch gemacht habe. Und bin halt einfach mega gespannt. Und irgendwann demnächst kommt dann auch noch der Test. Also ich habe mir das DJI-Mic ja dazu geholt, um allein, wenn ich irgendwas am Schrauben bin in der Garage, irgendwas anderes am Machen bin, dass ich nicht immer mit dem Kabel rumlaufen muss oder Kabel dann wegtun, wenn ich die Kamera irgendwo hinstelle. Sowas zum Beispiel. Und der andere Vorteil ist, ich kann das Mikrofon auch vorne einfach in den Helm reinlegen und das komplett kabellos hier, wenn ich jetzt gerade nicht mit anderen fahre, dann brauche ich ja quasi mein Xenon den ganzen Bums nicht. Einfach vorne reinlegen, die tote Katze drüber und dann einfach darüber sprechen lassen. Und das DJI Mic nimmt dann auch noch selber den Ton auf. Sollte mal irgendwie ein Übertragungsfehler sein oder wie auch immer, dann hat man da nochmal ein Backup. Zum Beispiel sollte die Kamera mal ausgehen und ich laber irgendwas weiter, was vielleicht auch gerade mal interessant oder lustig gewesen wäre, dass man wenigstens etwas von dem hat. Ich denke mal, ihr merkt schon, ich bin halt so geschädigt von der GoPro und ich war auch so angekotzt, obwohl das einfach eine super geile Kamera gewesen ist. Vom Bild her, vom Ton her war ich super zufrieden. Und wenn die nicht immer diese Abstürze gehabt hätte, hätte ich mir auch keine neue gekauft, da bin ich ganz ehrlich so. Das mit dem Media-Mod, mit dem Gefrickel und Gefummel, damit hätte ich weitergelebt, habe ich ja die letzten 3 Jahre auch. Aber dadurch, dass halt die Abstürze immer mehr geworden sind, Speicherkartenfehler, gut, das liegt dann wahrscheinlich an den Speicherkarten immer selbst. Aber egal, wo ich bei YouTube gucke oder sonst wo, alle haben die gleichen Probleme mit jeder erdenklichen GoPro, die es einfach nur gibt. Und dann dachte ich mir, warum soll ich mir den Scheiß dann nochmal kaufen, wenn die es immer noch nicht gebacken bekommen, das endlich mal hinzubekommen. Und dann kommt DJI um die Ecke, schon jetzt in der 4. Generation und macht es einfach besser. Und vor allen Dingen das Zubehör, was man braucht, und das ist so vielseitig einsetzbar. Weiß ich nicht, bei Interviews, bei normalen Standardvlogs, bei Motovlogs, bei Sportarten und was weiß ich nicht alles. Also das kann mir in meinen Augen für mich persönlich GoPro aktuell überhaupt nicht mehr bieten. Also wie gesagt, Stand jetzt, wie gesagt, ich habe das Material hier noch nicht gesichtet. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber so gerade Stand jetzt mit dem, was ich mir erhoffe, was ich nachher hier auf dem MacBook davon sehe, würde ich sagen, nie wieder GoPro, wenn DJI das so weitermacht und weiter die Philosophie so weitermacht, würde ich jetzt mal sagen. Sowieso, wenn das jetzt hier läuft, habe ich ja die nächsten 3-4 Jahre Ruhe. So, was soll sich da großartig verändern? Qualitativ, finde ich, hat sich auch jetzt nicht viel geändert, höchstwahrscheinlich. Es ist halt einfach nur, ich wollte ein zuverlässiges Kamerasystem haben. So, gerade so jetzt die letzten Male habe ich so oft Abstürze gehabt. Dann hatte ich eine Zeit lang so oft, dass die GoPro die Speicherkarten gefressen hat. Beziehungsweise welche nicht erkannt hat, aber alle meine Nikon. Bei der Nikon hat es funktioniert, bei meiner DJI-Drohne haben sie alle funktioniert, nur bei der blöden GoPro mal wieder nicht. Also, wenn sie lief, tipptopp, kann ich nichts anderes gegen sagen, aber sie lief oft nicht. Wie oft hier habe ich mich beschwert, scheiße, hat wieder nicht aufgenommen oder ich konnte gewisse Videos nicht verarbeiten, weil dann ein Teil einfach gefehlt hat. Dann hat sie, ich weiß ja gar nicht, also nicht jeder von euch arbeitet ja mit solchen Kameras, viele von euch gucken ja nur zu. So, und bei so einer Actioncam oder allgemein bei Kameras ist es ja so, der nimmt so ein Filmmaterial, wenn ich jetzt so wie ich jetzt, ich sage erstmal, ich nehme 40, 45 Minuten auf, er stückelt die Videos ja. Und was die GoPro auch sehr oft hatte, war, dass immer nur der erste Teil von diesem Abspeicherungsprozess, sagen wir mal, der speichert alle 5 GB ab, so, dann fängt der neuen Teil an, weil, müsst ihr euch mal vorstellen, oder alle 4, noch was, die Speicherkarten, die hier drin sind und das, wie soll ich das, Schreibe- und Lesesystem ist ja ein FAT32, so, und nicht NTFS. So, und bei FAT32 kannst du nur eine Maximalgröße an Dateien von, ich meine, es waren 5 GB. 4 GB, du Pfosten. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ich bin da schon so lange raus aus der Materie, aber so müsste es gewesen sein. So, und das heißt, ab dann stückelt er das Video und fängt halt ein neues Stück an. Und da hat die GoPro so oft Schwierigkeiten mit gehabt. Also locker einmal im Monat habe ich da so einen Kack drin gehabt. So, das könnte natürlich mit an den... So, ich kontrolliere gerade mal. Ja, es nimmt noch auf.
Schön ist halt diese rote blinkende LED hier. Ja, ich sehe es im Spiegel, ich könnte es aber auch direkt sehen, weil ich habe sie vorne und hinten. Ja, so oft Probleme damit und das hat mich dann so oft angekotzt und du merkst es dann erst, wenn du zu Hause bist, auch wenn du es weißt. Deswegen habe ich dann damals, da hat mir ja Perfect Mile, der Micha, eine Powerbank empfohlen und das, Leute, das ist ja auch schon über 2 Jahre her, so lange mache ich den Scheiß ja schon mit, dauerhaft, ne? Hat er mir eine geile, starke Powerbank empfohlen, weil er sagte auch schon mal, ja, um das zu entgehen und auch Akku zu wechseln, stößt er die Powerbank an. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, aber es war mir einfach zu lästig, immer so ein Kabel hier dran und es war mir zu doof, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich jetzt wirklich so eine extremst lange Tour mache, wo ich weiß, ich nehme sowieso länger auf, dann mache ich es vielleicht. Also dann würde ich eine Powerbank mitnehmen und anschließen, wenn ich sowieso 4-5 Stunden auf dem Bock hänge, ohne meinen Helm abzuziehen und so weiter. Aber jetzt auf so eine Pudding-Tour, wie man sie hier zu Hause immer macht, ist es einfach nur lästig. Und da erhoffe ich mir ja auch von den deutlichen höheren Akkukapazitäten, also der Laufleistung von der DJI, die wirbt ja hier mit 160 Minuten, also 6, 12, das sind fast 3 Stunden. Und wenn sie 2,5 Stunden durchhält, ist es genauso viel, was ich an 4K-Material auf meiner Speicherkarte abspeichern kann. Das heißt, also wenn Wetterbedingungen ideal sind, selbst wenn es nur 2 Stunden sind. Hör mal, ich habe vorher nur 40 Minuten aufnehmen können mit einer komplett neuen Akku in nicht mal 4K. Wenn ich 4K aufgenommen habe mit der GoPro Hero 8, dann ist sie ja vorher schon abgekackt, die Kamera, weil sie einfach zu heiß geworden ist. So, ich mach mal hier zu. Ja, ganz zu ist nicht. Oder ist doch, ja. So, aber genau, um da nochmal so ein bisschen. Aber das habe ich, glaube ich, alles schon mal erzählt, glaube ich, im vorletzten Video, oder? Aber ich muss da jetzt zum Testen irgendwas erzählen. Irgendeinen Scheiß muss ich doch hier reinlabern. Ja. Gestern, genau, und damit ihr wisst, wann ich das Video aufnehme, gestern war Montag. Genau. Und gestern hatte ich das Video Premiere. Ja, ich glaube, das war mit der Insta360, genau. Das kam gestern. Und da war ich dann auch im Live-Chat mit drin bei der Premiere. Und von gestern auf heute habe ich schon wieder so viele gute, einige Kommentare bekommen. Dafür erstmal vielen, vielen Dank an euch da draußen. Das Thema war ja, warum mache ich immer noch YouTube? Habe so ein bisschen Geschichten erzählt aus der Zeit, die ich jetzt hatte mit euch da draußen und Sachen, die ich so miterlebt habe. So zwischenmenschliches einfach mal. Ja, war eigentlich auch nur so ein Test, ob das mit der Insta360 so funktioniert für den Fall oder für den Notfall oder wie auch immer. Denn die hängt ja meistens hier drauf. Jetzt habe ich sie zu Hause gelassen, weil ich mich heute nur auf die Kamera fokussieren wollte. Ich habe sogar meine DJI Mini 2 aufgeladen. Eigentlich wollte ich sie mitnehmen, dachte ich mir, nein, mach heute nur mit deiner neuen Kamera was. Beim nächsten Mal nimmst du dann alles Mögliche mit und dann machst du ein etwas aufwendigeres Video. Mal schauen, wie das alles so geht. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie läuft. Ich beende das Video hier dann auch gleich. Ich hoffe, ich kriege einige Minuten zusammen und habe nicht so zu viel Stuss erzählt. Wie gesagt, ich habe die Einstellungen hier so gemacht wie auf der GoPro ungefähr. Habe mich noch an anderen Motovloggern orientiert, die auch dieses Setup so nutzen und die Einstellungen bei YouTube so gezeigt haben, gesagt haben. Werde ich beim nächsten Mal näher drauf eingehen. Wie gesagt, ist jetzt gerade hier so der allererste Härtetest sozusagen. Drehe jetzt gleich im Anschluss direkt das zweite Video, denn ich gehe direkt auf die ganzen, so wie man mich kennt, anstatt abzuwarten. Funktioniert das überhaupt? Nein, ich mache direkt 2 Videos. Wenn es nicht funktioniert, habe ich direkt 2 im Arsch. Aber man kennt mich. Ja, ich muss die Zeit nutzen. Dann habe ich wieder nur Spät- und Nachtschichten, da kann ich kaum fahren. Dann ist das Wetter wieder scheiße. Also Wetter ausnutzen, die neue Kamera ausnutzen. Und ich gehe davon aus, dass das hier brauchbares Material ist. Ich habe vollstes Vertrauen darin. Und fertig. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Kommentiert auch gerne drunter. Ja, sagt mal, wie ihr das Material hier findet. Und ja, bin mal gespannt.
Haut rein, Leute!